Hey, dude. Hey, what's up? Ach, wenn du die Goldsucher ausfliegst und mir sagst, was sie machen, und mir die Handschellen löst, gibt's 4.000 Euro dafür. Na gut, das wäre ein Deal. Ich kann mir nämlich die Jahresnachprüfung für das Flugzeug nicht leisten. Ausnahmsweise, aber du sprichst mit niemandem darüber. Na gut. Wollen wir es mal so machen? 5.000 Euro und ich darf es einem meiner Kumpels noch erzählen? Na? Wozu willst du das denn deinen Kumpels erzählen? Wo ist denn da der Sinn? Das geht dich mal gar nichts an. Los, mach die Handschellen auf. Gut, dann komm mit in die Werkstatt und dann machen wir das und dann steigst du ein. Dann können wir gleich losfliegen. Toll. Hi Ösi, ich melde mich zurück, tut mir leid, dass ich jetzt erst komme. Aber ich muss mir noch den ganzen Beton aus den Augen wischen. Ich bin in den Betonbottich gefallen. Oh Mann, Simon, du bist echt für nichts zu gebrauchen. Hey, gib deine Knarre her, die ist auch noch voller Beton. Mit der kannst du sowieso nicht mehr schießen. Oh Mann, Ösi, muss das sein? Klar Mann, sonst lernst du ja nichts. So, Visite. Wo ist eigentlich Johnny Evil? Hey, wo ist Johnny Evil? Simon hat ihm Freigang gegeben. Tan unfair. Gar nicht fair. Los, lassen Sie uns frei. Schnell jetzt. Was? Simon! Johnny Evil sagte mir, er hat Freigang und da habe ich ihn mal rausgelassen. Oh no, das glaube ich jetzt nicht wirklich. Wie doof muss man sein? Und den Kurt-Führerschein nehmen wir dir auch noch weg. Der ganze Sitz ist voller Beton. Oh, das ist unfair, Leute. Ich habe nichts mehr. Kein Schlagstock, keine Pistole, kein Führerschein. Was soll ich nur machen? Bald sitzt du Bennett auf der Straße. Wenn du so weitermachst, kannst du unter der Brücke leben. Los, Simon, geh Rasen mähen. Jetzt schnell. Hey Sonja, gib mal eine Meldung raus. Johnny Evil ist vermutlich entkommen. Simon hat ihn freigelassen, bescheuert wie er ist. Okay, mache ich in 3 Minuten. Sonst wird dein Haus nicht fertig. Okay, aber dann macht schnell. Die Schwachs haben sich gemeldet, die sind schon unterwegs. Mit der Inneneinrichtung und den Treppen.
toll viel zu weit gefahren ist, der da unten. Was sagst du dazu? Ich komm ihn an. Verrückt wird um den lieben Autobahn, geht schnell. Na, vielen Dank. Okay, das hat schon mal geklappt. Jetzt müsste auch bald die Terrasse kommen. Wo bleibt die denn? Ich werde bald ungeduldig. Kein Problem, das Modul ist doch vormontiert. Es kommt als Ganzes auf den Tieflader. Da kommt er schon, der Truck. Wer kommt schon? Ich bringe noch die Tür an. Der Bürgermeister Jack hat bald, wenn es fertig ist, das fetteste Haus in Jack City. Mit auch der größten Terrasse, die es in Jack City gibt. Na also, siehst du, funktioniert doch jetzt. Das Dach wird auch gleich geliefert und dann ist dein Haus fertig. Na endlich! Ihr nichtsnutzigen Bauarbeiter. Ich muss euch mal in die Karteiliste schreiben, ihr müsst immer schneller bauen. Hey Jack, das ist nicht fair. Die Jungs reißen sich alle den Arsch auf für dich. Also sei ein bisschen gnädig, wenn's geht. Na gut, dann hole ich noch mal eine Kiste Bier für euch. Aber baut bitte ein bisschen schneller, damit ich mir Kohle in Jack City einziehen kann. Und vor allem baut keine Scheiße wie Simon. Natürlich nicht, kennst du uns doch. Kannst dich auf mich verlassen. Mein Name steht für Qualität.